Der Name Marie-José van der Kolk dürfte nicht allzu viele Leute Begriff sehen, aber sein Künstlernum Luna aber schon. Sein großen Durchbruch hat die holländische Sängerin 1991 mit dem Sommerhit Bailando, ein Titel, den die meisten von uns noch werden kennen. Letzten Sonntag wird Luna auf Besuch zu Lützeburg, und zwar an der Rive de Clausen, für heute Publikum auf einer Après-Ski-Party zu begeistern. Ich werde gleich einen Auftritt haben in King Wilmer. Und natürlich habe ich die alten Hits dabei, aber es geht auch jetzt darum, ich habe eine neue Single draußen seit Freitag, El Cucaracho. Und den will ich natürlich auch vorstellen, aber kein Auftritt bei mir existiert ohne meine alte Hits. So Bailando kommt natürlich vorbei, Latino Lover. Es gab also ein Mix von Titeln aus den letzten 13 Jahren. Den einen oder anderen war verwundert, dass Luna, was ja erst für seine Sommerhits bekannt ist, gerade nur im Januar ein neues Single rausbringt. Viele Leute denken, Marie, Luna, bist du ein bisschen zu früh dieses Mal oder was ist passiert? Bist du aus deinem Winterschlaf aufgeweckt? Nein, ich habe einfach gedacht, dieses Jahr möchte ich und im Januar, einfach Anfang des Jahres, aber auch im Sommer. Ich möchte absolut auch noch wirklich einen sommerlichen Titel zur Sommerzeit natürlich veröffentlichen. Dieser Titel ist auch ein bisschen anders von das, was die Leute eigentlich von mir gewohnt sind. Das ist noch immer Party pur und Energie und fröhlicher Song. Da verstehe ich natürlich als Luna, aber es ist nicht unbedingt ein Sommertitel. Hallo, als Single do an das Geld Promo machen, an so viele Fans wie möglich dabei gewonnen. Dafür kommen ob Luna hallo ein paar anstrengend Main zu. Ich mache einfach jeden Tag jetzt einen Auftritt in irgendein CD-Haus, eine Autogrammstunde mache ich, weil ich bin ein Fan von den echten CDs. Ich meine, irgendwann wird es mal ein Interview geben, dass wir keine CD zeigen können, aber das ist noch eine echte CD, liebe Leute. Ein MP3 ist einfach cool, aber ein CD finde ich noch immer besser. Und deswegen, ich möchte das unterstützen. Ich möchte wirklich, dass die CD einfach noch nicht ausstirbt. Den Auftritt am King Wilma hat dem Luna auf alle Fall sichtlich Spaß gemacht. Und auch die Leute, die am Sonntagabend da waren, für Party zu machen, hat es gut gefallen. Hey, Muchacha, you're just here. Euer Wilma war super, Luna war genial, Kosta war super gut, die Leute waren voller Stimmung. War wirklich phänomenal heute. Also hat Respekt, weil heute gut ist. Ich habe nicht gedacht, dass hat die Boot heute so gefrucken. Also die Luna, das war super, super Stimmung, die Leute sind abgegangen, hat auch abgegangen, super Performance. Auch noch so normal, so natürlich. Super Frau! Lina war auf los, ich bin alle gut mit dem Pass gedanzt und so. Ja, da wird geschlossen. Es war mega, es war mega Stimmung heute, Leute sind mega matt gegangen. Und ja, es hat euch super gut gefallen, einfach im Gären. Analogisch das Aufwärmen, ob wir dann noch am Sommer nächstes Mai vom Luna hören und hat nächstes die typisch Vakanzendestinationen wird unsicher machen.